Willkommen in Hamburg, heißt es bei der 16. Ausgabe der Smart Times, dem weltweit größten Fantreffen rund um den kleinen Flitzer. Bei herrlichem Wetter geben sich über 2000 Fahrzeuge mit Smart-Freunden aus 34 Ländern am Hamburger Großmarkt ein Stelldichein. Anne aus Russland hat auf ihrer Rundreise durch Europa seit ihrer Abfahrt mehr als 2000 Kilometer zurückgelegt. Ich liebe alles am Smart, das Design, das Fahrgefühl und die Anmutung. Ich habe große Gefühle für das kleine Auto. In Russland habe ich 3 Smarts und ich habe hier den neuen gesehen. Vielleicht werde ich damit schon bald meine kleine Smart-Sammlung erweitern. Der Kreativität scheint, was Materialien und Formen betrifft, keine Grenzen gesetzt zu sein. Zunächst entwickelte Karosseriebaumeister Sascha Gerstmeier mit dem 4Cargo ein Modell mit Zwillingsachse. Sein neuester Clou nennt sich 4Papa und ist eine ganz eigene Interpretation des Zweisitzers. Ja, ich habe mir gedacht, der Papamobil gibt es nicht von Smart und das testen wir halt einfach mal, dass wir sowas überhaupt umsetzen können auf Smart-Basis und es ist auf jeden Fall gelungen. Auf knallige Farben und eine Menge Deko setzt dagegen Smart-Veredlerin Sue Too Good. Und nicht nur ihr Smart scheint ein bunter Paradiesvogel zu sein. Immer wenn wir zu diesen großen Treffen wie den Smart Times gehen, treffen wir dieselben Leute wieder. Das ist wunderbar, einfach großartig. Wir kommen aus South Wales in Großbritannien. Meistens sind wir die einzigen Teilnehmer aus Wales, die zu den großen Treffen anreisen. Zu Hause erzählen wir allen davon. Die Farbe ist pink mit Perleffekt. Sie wird blau, wenn es durch Regen kalt wird. Der Smart begleitet Flugzeuge aufs Rollfeld und ist ein Typ für große Aufgaben. Auch auf der Straße sorgt er in Uniform für Recht und Ordnung. Dieser hier ist als echter Streifenwagen in Hamburg im Einsatz. Und so könnte beim Generationswechsel sein Nachfolger aussehen. Blau-weiß außen und innen, dank serienmäßiger Proxy-Ausstattung. Auf der Straße ist er so aber noch nicht zu finden. Und dann sind da noch Typen, bei denen selbst eingefleischte Smart-Kenner ins Grübeln geraten. Was bitteschön ist denn das? Ist das ein echter Smart? Als Smart wird er nicht mal mehr hier oft erkannt. Also ich habe teilweise Probleme, dass je nachdem, wer vorne am Eingang steht, sagt, das ist kein Smart. Und dann muss ich mich halt argumentieren, guckt auf die Räder, das ist ein Smart. Aber auf der Straße wird es nie jemand als Smart erkennen. Es ist ein Totalumbau vom Bernd Michalak damals gewesen. Viele wurden davon nicht produziert. Es basiert auf Smart-Basis, aber der Rahmen und die Karosse sind komplett anders. Die Wurzeln der Smart Times reichen weit zurück. Im Jahr 2001 fand das Treffen zum ersten Mal in Zell am See in Österreich statt und etablierte sich schnell zum festen Sommer-Event der Smart-Szene. Seit 2011 unterstützt der Hersteller die Fans und seitdem tourt das Treffen jedes Jahr in eine andere Stadt, quer durch Europa. Erste Station 2011 war Riccione in Italien. Stefano sammelt seine Smart Times Erinnerungen seitdem direkt auf seinem Roadster. Ich habe ihn 2011 gekauft, danach habe ich, wann immer möglich, am Treffen teilgenommen. Es folgten Treffen in Belgien, der Schweiz, in Portugal und Ungarn. In diesem Jahr kommen die Smart-Fans endlich ins Heimatland des kleinen Kultflitzers. Eine besondere Freude auch für Smart-Chefin Annette Winkler. Wenn man Smart-Chefin ist, weil man Smart sehr liebt, ist es natürlich fantastisch, mit all den vielen Smart-Fans hier zusammen zu sein. Ich laufe viel rum, ich treffe sehr viele Freunde und Bekannte. Diese Veranstaltung lebt von den Fans selbst und dass jeder dazu beiträgt mit seiner Begeisterung, mit dem Smart, den er hier mitbringt. Und ich denke, das macht die Stimmung aus. Und natürlich unsere große Parade, wo sich alle schon aufstellen, das wird mit Sicherheit wieder ein Riesenhöhepunkt. Am Service Point werden noch schnell letzte Vorbereitungen getroffen. Eng aufgereiht fiebert das Startfeld dem Startschuss entgegen.
Natürlich lässt es sich Annette Winkler nicht nehmen, direkt vorne wegzufahren. 1635 Fahrzeuge erobern die Stadt und stellen damit einen neuen Rekord auf. Die nächsten Smart Times locken im kommenden Juni übrigens nach Salou in Spanien. Es wird gewiss wieder bunt, peppig und vor allem heiß.